Thank you.
Moin Moin, Servus und ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. So, beim ersten Mal ist mir der Computer abgestürzt. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, dass da nicht viel ging. Der fühlt die Musik. Fühlt. Hi Luna. Ich weiß, ich bin sehr spät dran. Tut mir leid. Ach ja, doch, das kann ich. So, gut, okay. Wir wissen Bescheid. Da oben war das Schneckenrennen, für das ich einfach viel zu blöd bin. Ja, Norden Block Flur, Osten Hotland Tim. Hi, Jodo. Ach ja. Nee, mit dir hat man schon. Aber das ist doch kein Monster, das ist doch einfach nur eine alte Schildkröte. C. Simtal, Hundesalat, niemand halt. Sieben ihrer größten Magier versiegeln uns im Untergrund mit einem Zauberspruch. Alles kann durch das Siegel herein. Doch nur eine mächtige Seele kommt wieder heraus. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sorry. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Zauber umzukehren. Eine riesige Macht, gleichbedeutend mit sieben Menschenseelen. Kann die Barriere zerstören. Der verfluchte Ort hat weder Eingänge noch Ausgänge. Ein Mensch wird niemals hier herunterkommen. Wir werden für immer hier unten gefangen bleiben. Ja, ich bin aber hier. Was? Jetzt hier der Feind. Demi möchte dich besiegen. Hi, Chara. Tem von Tem Punkten. Ach, Tem von Tem Punkten, alles klar. Liebe ist, putzige Menschen zu streicheln. Du bist allergisch. Ich streiche dich. Gute Fuck, was? Alles klar, okay. Hallo! Ich möchte dich stürmisch umarmen, ja.
Wird ja immer dunkler hier. Ach süß. Schade. Alter. Den Kopf größer als Mutmacher, alles klar. Ach, manche Kämpfe sind einfach nur zum Kotzen. Bleiben geruhig. Sehr schön, sehr schön. Wir mussten es nicht töten. Finde ich immer wieder gut. Seitdem ich weiß, dass das eine Option ist. Hoi, willkommen in Temdorf. Ah, machen wir gleich. Okay. Ui, ich bin Tammy. Und das ist mein Freund Tammy. Ui, ich bin Tammy. Und das ist mein Freund Tammy. Ui, ich bin Tammy. Vergiss nicht, mein Freund. Hi, ich bin Bob. Du fühlst irgendetwas. Du bist erfüllt von Determination und fragst dich, was das bedeutet. Ja, ganz genau. Hoi, du solltest den Themenshop besuchen. Ja, ja, ich stimme zu, besuch den Themenshop. Aber, Menschen sind so putzig. Tem beobachtet Ei, wird schlüpfen. Tem stolze Eltern. Statue von Tem, sehr berühmt. Sehr. Jetzt tanzt. Was könnte das bedeuten? Bedeutet, du hast ein sündhaftes Leben geführt. Ernsthaft? Tanzt du jetzt nur, weil ich einmal einen getötet habe? Das spricht mich nicht an. Tem hört Menschen allergisch auf Tem. Ist okay. Tem versteht. Tem auch allergisch auf Tem. Ah, es kriegt kleine Pickel.
Tschüss. Hart gekocht. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Ah, ist das nice. Oi, willkommen in dem Shop. Hemflex. Mit ihrem Gesicht. Hemflex Rabatt. Und Hemflex teuer. Ich bin Tammy. Ems haben tiefe Geschichte. Ja, geh zum Tim-Laden. Neue Lieblingscharaktere, die Tems. Ich mag Tammy, weil ich find's auch zu geil gerade. Die reichhaltige Themengeschichte, alles klar. Die auf Themes. Der Shop ist einzigartig. Ja, ist er auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne 1000 Gold ausgegeben, wenn ich das gehabt hätte. Ach stimmt, das war der mit dem Säubern. Ah toll, jetzt muss ich wieder die... Ja, ich soll mich nicht bewegen. Ich weiß. Och man, ich bin aber auch grotten... Alter. Ohne Kerze oder Magie mussten die Monster Kristalle verwenden, um ihre Pause zu machen.
Warum denn immer zwei? Warum kommt ihr denn immer zu zweit, Leute? Leute, echt. Das ist nicht nett, ey. Warum kommt ihr immer zu zweit? Ja, ja. Warum kommen die zu zweit? Ist dann oben der normale Weg auch ein also auch ein richtiger Weg, oder ist das nur so ein, nee, ging es ja gar nicht weiter. Das vergesse ich immer wieder, dass ich das machen kann. Das läuft auf den Versuch hinaus, also das Fliehen muss auch gar nicht klappen, ja.
Ich will immer I drücken für Inventar. Hinter dir. Sieben menschliche Seen. Mit der Macht sieben menschlicher Seen wird unser König Asgore, Nemur, zu einem Gott werden. Mit dieser Macht wird Asgore endlich die Barriere zerstören. Dann wird endlich die Oberfläche Entschuldigung von den Menschen zurückerobern. Wir werden ihnen Schmerzen vergelten, die wir so lange ertragen mussten. Landenmensch, das ist deine einzige Chance der Wiedergutmachung. Gib mir deine Seele. Oder ich entreiße sie deinem Körper. Uncool. Ich helfe dir beim Kampf. Jo. Du hast es geschafft. Undyn steht genau vor dir. Du hast den besten Platz. Die ihren Kampf bekommen. Alles klar. Warte. Gegen wen kämpfen sie? Hey. Du erzählst doch meinen Eltern nichts davon, oder? Du erzählst doch meinen Eltern nichts davon, oder? Du vernimmst ein Gespräch. Wenn ich dir meinen Wunsch sage, versprichst du, dass du nicht lachst? Du vernimmst ein Gespräch. Natürlich werde ich nicht lachen. Das wird doch jetzt wieder komplett flach. Eines Tages möchte ich den Berg erklimmen, unter dem wir begraben liegen. Den Himmel sehen und die Welt ansehen, das ist mein Wunsch. Oh. Hey, du hast gesagt, du würdest nicht lachen. Entschuldige, es ist nur witzig, denn das ist auch mein Wunsch. Oh, schön. Doch es gibt eine Prophezeiung. Der Engel des Wesen, das die Oberfläche sah, wird zurückkehren und der Untergrund wird leer werden. Das ist doch in Ordnung halt. Die Monster, die wir bis jetzt betroffen haben, waren ja nur. Jo. Jo, sagt er. Jo. Jo, ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber ich möchte dich etwas fragen. Mann, ich habe das noch nie jemanden gefragt. Jo, du bist doch ein Mensch, richtig? Aha. Mann, ich wusste es. Naja, ich weiß es jetzt, meine ich. Undyn sagte mir, entferne dich von dem Menschen. Also weißt du, das macht uns wohl zu Feinden oder so. Aber das gefällt mir nicht. Haha. Jo, kannst du etwas Gemeines sagen, damit ich dich lassen kann? Bitte? Nö. Jo, was? Dann muss ich das machen. Wird schon schief gehen. Jo, ich kann dich nicht ausstehen. Mann, ich bin so ein Arsch. Ich jetzt nach Hause. Jo, warte, Hilfe! Ich hänge fest.
Jo, Mann. Wenn du meinen Freund verletzen willst, musst du erst mich besiegen. Ach nein. Die ist weg. Jo, du hast mir echt die Haut gerettet. Das mit dem Feind, das stimmt wohl doch nicht. Ne? Wir sind stattdessen lieber Freunde. Finde ich auch cooler. Also ich finde es auch cooler, mit dir Freunde zu sein. Du solltest wirklich nach Hause gehen. Meine Eltern machen bestimmt schon Sorgen. Bis später, Mann. Und du solltest mich nicht mehr über Brücken laufen halt. Sieben menschliche Seelen und König Asgore wird zum Gott werden. Sechs, so viele haben wir bereits gesammelt. Verstanden? Durch deine siebte und letzte Seele wird sich diese Welt wandeln. Aber als erstes ein Geschenk, weil du es so weit geschafft hast. Ich verrate dir die tragische Geschichte meines Volks. Es hat alles vor langer Zeit angefangen. Nein, weißt du was? Vergiss es. Warum soll ich es erzählen, wenn du gleich stirbst? Ach nein. Du stehst zwischen den Hoffnungen und den Träumen aller Lebewesen. Durch Alfys Geschichtsbücher dachte ich, Menschen sind mitfühlend. Aber du bist bloß ein rücksichtsloser Krimineller. Du wanderst durch die Höhlen und greifst alles an, was ich bin. Nein, greift mich doch alles an. Selbstverteidigung, ich bitte dich. Du hast niemanden getötet, weil es notwendig war. Du hast sie getötet, weil es leicht für dich war. Weil es dir Spaß... Nein. Dachtest du, es würde mir Spaß machen, wenn ich es erfahre? Joko, der mich immer zum Lachen gebracht hat, ist tot aufgrund... Ach nein. Ey komm, ich wusste zu dem Zeitpunkt... Ach. Nein. Aber deine Zeit ist abgelaufen, Schurke. Du wirst niemanden mehr verletzen. Ein Ritter in glänzender Rüstung ist aufgetaucht und all die Schmerzen, die dir gefallen, zugefügt wurden. Jeder Traum, der zu Asche wurde, wird durch ihre Speer wieder zurückgebracht. Zeig dir, wie entschlossen Monster wirklich sind. Komm schon, reite voran und beenden wir das. Was war grün? Und den greift an. Also du kennst grün bisher, alles klar. Das ist die Heldin, die niemals aufgibt. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Hä? Ach. Ja, der Kampf ist anders, ich merk's schon.
der Gefahr ins Gesicht. Alles klar. Nicht schlecht. Keine Ahnung. Ja, was soll ich denn machen? Ach, jetzt habe ich es gerafft. Ich soll dir gefallen, ich soll sie herausfordern oder was? Ach, Mann, das probieren wir jetzt einfach mal. Ja, schief gehen kannst du nicht. Okay. Doch nicht wahr. Die Geschosse werden unfair. Und dann zeigt mit ihrem Finger über ihren Nacken. So, ich muss klar. Ah, alles klar. Ah, okay. Ja, ich bin da drauf nicht gefasst halt. Raus war das keine gute Idee. Eine Flehen war auch keine gute Idee. Na, da flehe ich halt die ganze Zeit. Nichts passiert. Ist Flehen eine bessere Taktik? Bei Flehen hat sich nichts getan, meiner Meinung nach. Du hast jetzt annehmen, dass du nicht kämpfen willst. Ja, nichts passiert. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Ich bin nicht entschlossen.
Och, Leute! Moin, oder Folge. Hey, was geht ab? Ich habe nachgedacht. Du, ich und Andin sollten mal zusammen abhängen. Ihr werdet bestimmt gute Freunde werden. Ja, ich denke es auch. Treffen wir uns später bei ihr zu Hause. So zurück, du kleiner Ratte auf der Bauge. Nein. Immer noch nein. Bisschen zu heiß, aber ich darf nicht aufgeben. Es ist ein Wasserspender, ein Becher Wasser nehmen. Ja, du nimmst einen Becher Wasser. Und mal Wasser geben. Ja. Oh, hoffentlich kommt der jetzt klar, der Typ. Die Typin. Na toll, wo ist sonst hin? Überdrüssig, also bin ich vom Waterfall drüben hierher. Ah, es läuft. Er war drüssig vom Waterfall, deswegen rüber gekommen zum Blinken. Ja. Ist es? Das Wasser verdampft durch die... Ah, alles klar. Der Becher ist ebenfalls wieder... Okay. Gut, wir haben nichts mehr, was uns... Nichts. Das Anblick eines eigenartigen Labors an einem Ort wie diesem. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Entschuldige, Andelnun meinte, hier in der Umgebung wäre ein Mensch. Also nun, deshalb blockieren wir von der Königsgarde derzeit die Aufzüge. Ja, obwohl die Aufzüge nicht mehr funktionieren, geben wir unser Bestes. Oh, Andelnun. Oh, okay. Hallo, ich bin der Flussmann oder die Flussfrau. Es ist nicht weiter wichtig. Ich liebe es, mit dem Boot zu fahren. Möchtest du mitfahren? Im Boot mit... Nein, erst einmal nicht. Dann vielleicht ein anderes Mal. Du selbst. Ja, es ist zu dunkel, um in der Nähe der Wände etwas zu erkennen. Es ist immer noch zu dunkel.
Oh, du liebe Güte, ich hab nicht erwartet, dich so weit hier bei mir zu sehen. Ich duscht, komm angezogen. Alles ist durcheinander und... Ist das die Mutter von dem kleinen Frechdachs? Hallo, ich heiße Dr. Alphys und bin Agoris königliche Forscherin. Alles klar, aber ich bin keine von den Bösen. Tatsächlich habe ich seit du die Ruinen verlassen hast, dich und deine Reise durch meine Konsole hier überwacht. Deine Kämpfe, deine Freundschaften, einfach alles. Ursprünglich wollte ich dich aufhalten, aber dich auf dem Bildschirm zu beobachten, lässt mich mit dir mitfiebern. Also, nun möchte ich dir helfen. Mit meinem Wissen kann ich dich ganz leicht durch Hotland führen. Ich kenne einen Weg direkt zu Agorisburg, kein Problem. Aber, allerdings, da gibt es nur ein kleines Problem. Facecam ist, ich habe ein blaues T-Shirt an und bin vor einer Greenscreen. Sieht doch gut aus, oder? Vor langer Zeit habe ich einen Roboter gebaut, namens Metaton. Ursprünglich sollte er ein Unterhaltungsroboter werden. Du weißt schon, wie ein Roboter-Fernsehstar oder sowas. Egal, kürzlich entschied ich mich dazu, ihn zu verbessern. Du kennst das sicherlich, nur ein paar kleine praktische Feinheiten. Wie zum Beispiel anti-humanitäre Kampffunktionen. Natürlich, als ich wusste, du kommst, wollte ich auf der Stelle diese Funktion wieder entfernen. Unglücklicherweise unterlief mir dabei ein klitzekleiner Fehler. Und nun ist er eine unaufhaltbare Tötungsmaschine. aber hoffentlich begegnen wir ihn nicht. Das war so klar, oder? Habt ihr das gehört? Oh nein! Oh ja, willkommen, Ladies. Mit was hat er jetzt gestampft? Zu unserer heutigen Quizshow. Oh Mann, ich kann euch sagen, es wird großartig werden. Einen großen Applaus für uns. Entschuldigung. Ein großer Applaus für unsere wundervolle Kandidaten. Noch nie zuvor gespielt. Einer? Kein Problem, es ist ganz einfach. Es gibt nur eine Regel. Antwort richtig. Oder du wirst sterben. Seine stählernen Körper macht ihn unempfänglich für Angriffe. Okay. Was ist der Preis für eine richtige Antwort? Wie heißt der König mit vollem Namen? Die Quizshow geht weiter. Hi Demo. Genug zu dir. Jetzt bin ich dran. Aus was besteht ein Roboter? Thank you.
Zwei Züge, Zug A und Zug B verlassen. Wie viele Fliegen sind in diesem Gefäß? Ich heule noch ein bisschen. Was für ein Monster ist das? Hallo Süßer, schreibt er, ja. Aber kommst du dahinter? Würdest du einen Geist küssen? Die Quizshow geht weiter. Freunde, es gegen die Regeln. Hier ist etwas Simples. Wie viele Buchstaben sind in dem Namen Metatron? Die Quizshow geht weiter. In der Desillusion New auch für alles aus machen. Alphys. Du wirst doch wohl unser Kandidaten nicht helfen, oder? Was soll das mich fragen? Ich werde eine Frage stellen. Du weißt die Antwort mit Sicherheit auch. Für wen schwärmt Dr. Alphys? Wirklich? Oh wow, wie selbstgefährlich kann man sein. Ich liebe es und obwohl du völlig falsch liegst, hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe gesehen, wie sie dich auf ihrem PC beobachtet. Sieht so aus, als kennst du den Trick hier. Ja, hab mitbekommen. Lächle, wenn du erfolgreich bist. Reiche, wenn du scheiterst. Und immer flüstern. Nein, falsch. Du musst dort entlang gehen. In die eigene Art und Weise, wenn das nicht lieb ist. Gut. Hier von Dr. Alphys hat die Show keinerlei Drama mehr zu bieten. So können wir nicht weitermachen. Aber, das war nur die Pilotfolge. In der folgenden Sendung gibt es mehr Drama, mehr Romanzen, mehr Blutvergießen. Man sieht sich, meine Lieben. Na, das war vielleicht etwas. Die letzte Frage ist, sollte es hier nicht stehen. Warte. Lass mich dir meine Telefonnummer geben, dann vielleicht, falls du Hilfe brauchst, könnte ich. Woher hast du das Telefon? Ist veraltet. Es kann nicht mal Textnachrichten versenden. Warte bitte einen Augenblick. Hier. Ich habe es für dich verbessert. Jetzt kannst du Texte, Items verwalten und es hat einen Schlüsselbund. Ich habe dich sogar für die sozialen Netzwerke im Untergrund angemeldet. Jetzt sind wir offiziell Freunde. Ja. Ich werde mal ins Badezimmer gehen. Gelbe Füße tapsen hinter dieser Tür und ja. Denk mal, Telefon. Oh, sieht immer noch genauso aus. Ah.
Was ist denn Dimensionsbox A und B? Wissenschaftliche Bücher, sie sind sehr verstaubt. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Du wirfst einen Blick in das Buch. Ein Comic über einen Roboter, der eine Alien-Prinzessin bekämpft. Das scheint nicht wirklich zusammenzupassen. VHS und DVDs zu diversen Cartoons tragen alle den Titel Menschengeschichte. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Du wirfst einen Blick auf das Buch. Es ist ein Comicbuch. Zwei leicht bekleidete Köche bewerfen sich mit Energiepfannkuchen. Das scheint nicht wirklich zusammenzupassen. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Lesen. Du wirfst einen Blick auf das Buch. Es ist ein Comicbuch. Ein hässlicher Android rennt mit Toast im Mund zur Schule. Scheint nicht wirklich zusammenzupassen. Pinkes, klebriges Zeug tritt aus dieser Maschine. Pinkes, klebriges Zeug, alles klar. Sieht aus wie ein wie Alfys Arbeitstisch. Darauf hat sich abgesetzt. Okay, das. Die Garderobe ist voller dreckiger Labormente und ein sauberes Leib. Hier liegen Briefe von vielen Monstern. Frocket, Snowy, Doggo sind alle ungeöffnet. Eine unglaubliche Erfindung. Es ist das Bett unbenutzt. Faltet es sich zu einer Box, die man leichter zeichnen kann. Alfys aktuelle Statusmeldung. Ich konnte Undyne nicht gegen den Menschen kämpfen sehen. Alfys aktuelle Statusmeldung. Sie ist sowieso unbesiegbar. Ich frage sie einfach später. Alfys aktuelle Statusmeldung. Jetzt rufe ich den Menschen an und werde ihm helfen. Vulkin zieht umher. Ja, ich bin nicht verletzt. Also jetzt ja. Ach, seine Attacken werden härter. Alfys aktuelle Statusmeldung. Ich rufe ihn in einer Minute an. Ja, der ruft doch einfach an, Junge. Das Zwischengeräusch von Dampf, es erfüllt dich mit Entschlossenheit. Nicht alles mit Entschlossenheit erfüllt. Alfys aktuelle Statusmeldung. Ich will das nicht machen. Das sind bestimmt Sprungpads. Das ist. Bitte, was bist du? Thunderblane ist im Weg, aber nicht mit Absicht. Scheint gemein, aber mag es nicht. Mag dich nicht.
Ach, ja. Oh mein Gott, ich hatte meine Hand für 5 Minuten auf der Taste. Oh mein Gott, ich werde dich jetzt gleich machen. Ich werde anrufen. Ruf doch halt einfach an. Ring, ring. Klick. Aufgelegt. Bevor du die Chance hattest zu antworten. Ring. Oh, hallo, also die blauen Laser, ich meine hier Alphys. Die blauen Laser werden dir nichts tun, wenn du dich nicht bewegst. Angel, du musst dich bewegen. Und sie werden, nicht, gehen durch solche durch. Geh durch solche durch, okay. Tschüss. Oh mein Gott, ich habe es getan. Das war gut. Das war irgendwie mich wegen dem bitte angerufen hat. Oh. Alpha sagt der Staatsmeldung. Wartet, hier unten gibt es kein Wetter. Warum rief sie an? Bottle! Trottel! Entscheider drücken. Laser wurden deaktiviert. Super. Oh mein Gott, ich vergaß ihm zu sagen, wo es hingeht. Ah, sorry, das nervt gerade. Hier, Alphys, du, das nördliche Tor wird verschlossen bleiben, bis du das Puzzle links und rechts gelöst hast. Ich denke, du solltest erst nach rechts gehen. Och, Leute. Der Weg zur Arbeit ist versperrt, also hatte ich Zeit, die Show von Metatron anzusehen. Spezialeffekte waren wieder grandios. Der Mensch sah total echt aus. Ja, natürlich. Metatron? Tja, er ist der beliebteste Star hier unten. Sein Fanclub hat mindestens 3 Dutzend Mitglieder. Okay, das ist... Alpha sagte, ob es wohl unlustig wäre, wenn ich das Rätsel aufkläre. Nee, mach nur. Die Tür, die weiterführt, ist verschlossen, also versuche ich das Rätsel, aber mir ist die Munition ausgegangen und ich musste immer wieder neu anfangen. Und meine beiden Assistenten wollen nicht helfen. Also, es ist als wollten sie... Achso, die sitzen da draußen, oder was? Schieße die Schiffe, bewege die Kette, um die nachzuschauen. So. Bin schon wieder zu dämlich angegangen wieder. Also das Rätsel haben wir gelöst.
springen. Einfach hier. Dieser blaue Laser scheint unüberwindbar zu sein, aber alles königlich. Vorschrin habe ich so manches Ass im Ärmel. Ich hacke mich in die Hotland Laserdatenbank und schalte sie aus. Endlich, jemand hat den Laser abgeschaltet. Nun, nachdem wir frei sind, können wir nun, ich denke, wir bleiben hier schon klar. Wir waren am Abhängen, also auf einmal ein Haufen Fallen aus dem Nichts aktiviert worden. Das ist ein großes Problem. Es ist klar, die Schule muss deswegen ausfallen. Ja. Verschieße die Schiffe, bewege die Kiste, um die Mission aufzunehmen. Ah. Ja, ich hab's voll drauf. Aktuelle Statusmeldung. Wie auch immer, ich werde es einfach auf. Ich denke, hey, wegen dem Rätsel links und rechts. Die sind ein bisschen schwer zu erklären, aber du hast sie bereits gelöst? Fantastisch! Check. Hey, es ist ziemlich dunkel da drin, oder? Keine Sorge, ich hacke mich in das Beleuchtungssystem und schalte das Licht an. Oh. Oh nein! Ja, geil. Oh ja, willkommen! Freude zur ersten Untergrund-Kochshow. Kochen mit dem Killer-Roboter. Fühle ich den Titel. Würde ich mir sofort angucken. Heizt eure Öfen vor, denn ihr bekommt heute ein spezielles Rezept geboten. Wir werden zusammen einen Kuchen backen. Meine liebreizende Assistentin hier wird die nötigen Zutaten sammeln. Ein großer Applaus bitte. Wir brauchen Zucker, Milch und Eier. Fang an. Voll gemacht. Nun platziere sie in der Mitte der Theke. Perfekt, toll gemacht, wundervoll. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen, um den Kuchen zu backen. Milch, Zucker, Eier. Oh, warte. Einen kurzen Augenblick, wir können nicht das vergessen. Wir brauchen noch die wichtigste Zutat. Eine menschliche Seele. Hallo? Ich bin eigentlich gerade etwas beschäftigt. Warte eine Sekunde. Könntest du nicht, oder vielleicht könntest du nicht eine Zutat im Rezept austauschen? Austauschen? Du meinst eine andere, nicht menschliche Zutat verwenden? Warum? Was, wenn jemand Veganer ist? Vegan? Achso, gut, okay. Das ist eine brillante Idee, Alphys. Es ergab sich tatsächlich eine weitere Option. Mit immer geeigneter Menschen-Sehgeschmack. Eine Dose davon ist dort hinten auf der Theke. Achso. Nun, Liebling, warum holst du sie nicht? Wahrscheinlich könnte ich jetzt auch einfach absolut... Ah.
nebenbei gesagt, unsere Sendung folgt einem strikten Plan. Wenn du die Dose nicht in der nächsten Minute holen kannst, halten wir uns wieder an das erste Rezept. Also, fang besser an zu klettern. Oh nein, es ist nicht genug Zeit, um dorthin aufzuklettern. Glücklicherweise habe ich vielleicht einen Plan. Beim Aufrüsten deines Handys habe ich Funktionen hinzugefügt. Siehst du den großen Knopf, auf dem Jetpack steht? Pass auf! Hier. Du sollst gerade genug Benzin haben, um die Spitze zu erreichen. Jetzt hoch mit dir! Au. Au. Sind wieder die Eier vom Anfang. Lachsam. Fuck, fuck, fuck. Das ist ja so gar nichts für mich eigentlich, gell? Hört, sieht so aus, als ob du mich geschlagen hättest. Aber nur weil du Hilfe von der brillanten Doktor Alphys hattest. Oh, das ist daran zu denken, was ohne sie mit dir passiert wäre. Nun, adios. Oh ja, wegen der Änderung hast du noch nie zuvor eine Kopfschuhe gesehen. Ich hatte den Kuchen schon lange vorher gebacken, also vergiss es. Sie hat schon lange vorher den Kuchen gebacken mit Menschengeschmack. Ey, wow, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Tolle Arbeit, Team. Nun, egal. Lass uns weitermachen. Klick. Also ist hier irgendwo ein Kuchen mit Menschengeschmack oder was? Nicht, wie ich das finden soll. Das ist eine Mikrowelle. Großartig. Was eine Mikrowelle. Das ist ein Ofen. Es sieht sehr modern aus. Ja. Ja, woher wissen die, wie eine menschliche Seele schmeckt? Ja, vielleicht haben sie aus Versehen schon mal eine gegessen. Oder so. Ein ominöses Gebäude ragt aus der Distanz hervor. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Siehst du das Gebäude dort hinten? Das ist der Chor, die Quelle aller Energie des Untergrunds. Er konvertiert Erdwärme in magische Elektrizität. Entschuldigung, Leute, so richtig so müde bin ich gar nicht. So müde fühle ich mich gar nicht. Egal, da müssen wir jedenfalls hin. Im Chor ist ein Aufzug, der dich direkt zur Agoris Schloss bringt. Und von da kannst du nach Hause gehen. Klick. R1. Bitte wähle eine Etage. Bitte wähle eine Etage links. Was bist du denn? Hey, ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Ja, auf jeden Fall. Hitzköpfiger Hitzkopf.
Toastiges Sammel. Nee. Was ist mit dir kaputt? Ich liebe Hot Dogs. Hey. Ist es nicht merkwürdig auf dem Dach von dem Kerl? Nee, liegen sie. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist er einfach zu faul, um es sauber zu machen. Ah, es ist Sans halt. Hey Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Der kostet nur 30, ja. Danke, Kumpel, hier ein Hotdog für dich. Ja. Hey. Ich würde dir gerne den Hotdog geben. Hab ich jetzt einen Hotdog? Hotdog, Teil 20b, gleich stammt von einem Rohrkolben. Okay. Spinnen oder Studium? Ich habe gewusst, das Studium ist halt viel, viel wichtiger noch. Alphys postet ein Bild. Abendessen mit meiner Freundin. Es ist ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einer Schüssel voll Instant-Nudeln. Instant-Nudeln würde ich jetzt aber auch voll feiern. Posten wir heiße Bilder. Hier bin ich und mein Kumpel. Ein Bild von Papyrus, ja. Möchtest du Bild von Papyrus bitte sehen? Posieren vor einem Spiegel. Er trägt eine Sonnenbrille. Papyrus ist einfach zu hart. Bild wurde mit einem riesigen Bizeps. Der Bizeps trägt auch eine Sonnenbrille. Yep. Jo. Alphys aktuelles Status mit LOL. Cool Skeleton 95. Das ist ein witziger. Nepsterblock 22 hat was? Nepsterblock hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Anfrage annehmen? Ja, warum nicht? Scheint sich schon selbst abgelehnt zu haben. Eine Schürze liegt am Boden. Mitnehmen. Du hältst dir eine Schürze. Halt 1 HP pro Zug. Cool. Ich bin's, Dr. Alphys. Dieses PC hängt von deinem Timing ab. Siehst du den Schalter da drüben? Cool. Du musst sie alle drei innerhalb von 3 Sekunden aktivieren. Ich werde versuchen, dir mit dem Rhythmus zu helfen. Ah, verdammt. Alphys, gell? Ey. Ich tu dir weh. Hey. Sieht so aus, als ob du nur 2 Schalter drücken musstest. Was soll das jetzt? Ich helfe nie wieder bei einem Rätsel. Nein, bitte. Hey, geh ins Badezimmer, also werde ich erstmal nicht erreichbar sein. Ich bin mir sicher, du schaffst das Rätsel ohne.
So, richtig nur blöd. Eins. Zwei. Ich bin gerade echt zu blöd, ja? Ach, bin ich blöd, ey. Bin ich dumm. Oh. Oh mein Gott, wie kann man nur denken, New 2 wäre besser als 1? Lol, ist ein Witz, oder? Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Safe hacken könnte, um den Käse zu halten, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Fürs aktuelle Statusmeldung. Oh mein Gott, sie ruinieren damit New News Charakterentwicklung. Viele hatten damit Probleme. Es ist aber im Endeffekt so Sinn, also so eigentlich leicht halt. New New Knuffig Süß 2 ist weder knuffig noch süß. Es ist Müll, Müllstern. Hey, du! Stopp! Wir haben einen Hinweis über einen Menschen, der ein gestreiftes Shirt trägt. Man erzählt uns, er würde nun durch Hotland laufen. Ich weiß, klingt schrecklich, oder? Nun, bleib ganz ruhig. Wir bringen dich dorthin, wo es sicher ist, okay? Was gibt es, Bruder?
Das Shirt zieht dir das Shirt an. Was ist damit? Bruder, denkst du dasselbe, wie ich denke? Verdammt, das ist nun wirklich blöd. Wir, naja, müssen dich jetzt total umbringen und so. Ja. Och Leute. Also, ich sage nichts weiter, nein, also verrecke. Muss mal kurz weg. Grüß euch. Bei wem sind wir jetzt drin, ne? Okay, ja, richtig. Also verrecke und
muss das mit. Hummel, ich kann nicht, ich halte das nicht mehr aus, nicht so, also, weil ich mag dich wirklich sehr, Bruder, die Art, wie du kämpfst, die Art, wie du redest, ich liebe es, mit dir Teamangriffe zu machen, ich liebe es, hier mit dir zu stehen und unsere Schwerter synchron zu schwingen, weil ich wie immer beide sein. Das sag was. Sorry, erwischt, Bruder. Ja, Bruder. Möchtest du vielleicht ein Eis essen gehen? Nach all dem? Natürlich, Kumpel. Wir 1 und 2 sehen einander sehr glücklich an. Ups, ich warte, wie sich der Mensch anstellen wird. Ja, wart mal lieber. Hört das irgendwann wieder auf mit diesen Statusmeldungen? Das ist auch nervig. Ralf sagt eine Statusmeldung. Top 10 Sendungen, die eure blöde Arbeit vergessen. Okay, ich bin zurück. Ein weiterer finsterer Raum, was? Keine Sorge, ich überlasse es nur mir, ich bekomme das schon hin. Ernsthaft jetzt? Oh ja. Guten Abend, Fitze und Schnurri. Hier ist Metaton, der live für euch aus dem mit News, was aus dem mit MTT News Studio bricht. Eine interessante Situation ergab sich in Ostfotland. Ja, ich weiß. Ja. Unsere 10 wundervollen Zuschauer warten auf dich. Ein komplett unbeschriftetes Glas Wasser, aber aus allem kann man eine gute Reportage machen mit genug Elan. Wir berichten. Ach was, Zuschauer, unser Reporter hat ein Glas Wasser gefunden. Aber das Erstaunliche an diesem Glas Wasser ist, wie uninteressant es ist. Wie alle Gläser Wasser bestehen aus Wasserglas, ja, Nitroglycerin. Moment mal. Das ist gar kein Glas Wasser? Das ist eine Bombe! Oh nein! Entwickelt sich zu einem Desaster, aber keine Sorge, du hast noch nicht den Rest des Raums gesehen.
Oh, scheint, als wäre alles hier eine Bombe. Der Hund ist eine Bombe. Der Basketball ist eine Bombe. Und meine Worte auch. Okay. Geschätzte Butter, wenn du nicht alle Bomben entschärfen kannst, wird dich diese große Bombe in 2 Minuten in Fetzen zerreißen. Dann berichtest du nicht länger live. Wie fürchterlich, wie verstörend. Unsere neuen Zuschauer werden sich das mit Vergnügen anschauen. Ich habe gerade nur 3. Viel Glück, Schnucki. Keine Angst, ich habe dir ein Bombenentschärfungsprogramm auf dein Handy geladen. Benutzt die Entschärffunktion, wenn die Bombe in der Entschärfenzone ist. Jetzt frisch ans Werk. Gut gemacht, Schnuggi. Du hast alle Bomben deaktiviert. Ohne Entschärfen wäre die große Bombe in 2 Minuten hochgegangen. Jetzt wird sie nicht in 2 Minuten explodieren. Stattdessen explodiere ich in 2 Sekunden. Tschüss, Schnuggi. Sieht aus, als würde die Bombe nicht hochgehen. Ping. Es ist, weil während du geredet hast, habe die. Oh nein, du hast die Bombe gehackt und entschärft. Ja, genau das. Verflucht, scheint, als wäre meine Pläne ein weiteres Mal vereitelt worden. Verflucht seist du, Mensch. Verflucht seist du, Dr. Alphys, den du geholfen hast. Aber ich verfluche nicht meine 8 wertvollen Zuschauer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Schnucki. Oh, wir haben es ihm richtig gezeigt, oder? Hey, ich war erst etwas sonderbar. Okay. Aber ich denke, ich werde mehr und mehr sicher dich. Was? Also keine Angst vor dem großen bösen Roboter. Ich beschütze dich vor ihm. Sollte es wirklich dazu kommen können, wenn wir einfach. Gut, bis später. Range.
Ja, gut. Das haben wir doch recht gut hinbekommen, oder? Ich habe bemerkt, dass du in letzter Zeit nachdenklich gewesen bist. Angst davor, Aspar zu treffen. Nun, keine Angst, okay. Der König ist ein sehr netter Kerl. Bin sicher, du kannst mit ihm reden und mit deiner menschlichen Seele kannst du dir die Barriere passieren. Also keine Angst, okay. Denk einfach nicht mehr daran und lächle. Wieder eine Etage. Der Fahrstuhlschacht. Hi, hallo. Willkommen in meiner Stube, Liebling. Hier an Spinnengebäck. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Schau dir die Netze an. Ja, macht er. Spinnenkuchenbasar. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Das ist so niedlich. Ich habe einen Donut gekauft. Ich wollte nicht, aber das Mädchen selbst, nachdem ich Nein sagte, starrte sie einfach so merkwürdig an und leckte über ihre Lippen. Ich denke, Geld habe ich ja nicht. Ja. Nur Geld, ja. Oh, da bin ich wieder. Nein. Ja, es ist einfach viel zu teuer. Nee, du, das Paket ist noch nicht da. Ich habe auch noch keine Information gekriegt, dass eins zu mir unterwegs ist, also mit hier Postnummer und so. Die zwei Rätsel im Norden und im Süden. Weißt du, kommen musst du die beiden lösen. Jedenfalls möchte ich dir sagen, ich mag es nicht, einfach so Rätsel lösen zu verraten. Falls du aber Hilfe brauchst, ruf mich einfach an, okay? Tatsächlich warte ich, habe eine Idee. Lass uns auf Undernet befreundet sein. Dann kannst du mich einfach anstupsen, wenn du Hilfe brauchst. Warte, wir sind bereits Freunde, oder? Ich habe dich dort angemeldet, richtig? Du hast die ganze Zeit meine Post gelesen. Nun, ich hoffe, du stimmst mir zu wegen Numero 2. Ich möchte fliegen. Nervigen.
So hat nervig gerade. Mein liebster Metatau-Moment, immer wenn alles schlecht aussieht, bleibt er positiv. Zum Beispiel, wenn er in der Kochshow ist und die Eier nicht richtig rauskommen. Mein Lieblings-Metatau-Moment ist, wenn er die leicht böse macht. Selbst wenn er während einer Quizshow sein sollte. Ach, Leute. Hey, das hast du nicht mit Helfen zu tun, aber oh hey, möchtest du mal eine Fernsehsendung zusammen angucken? Irgendwann? Sie heißt Miu Miu Kissy Cute. Ah, wirklich? Richtig gut, meine Lieblingssendung. Geht um das Alter, warum Menschen nämlich nicht. Hallo? Und Limbo? Sonst noch sowas? Und sonst noch was los bei dir? So typisch Limbo, weißt du, der fragt was und dann ist er halt einfach weg. Eine Stunde. So, aber waren jetzt 2 Stunden Undertale. Ich glaube, wir hören jetzt erstmal auf. Oder was sagt ihr? Ich habe nämlich das harte Gefühl, dass man ja, wie schnell die Zeit rumgeht. Ja. Ich denke nämlich, so weit weg von the großen Ende sind wir nicht mehr. Ich meine, ich denke, es wird schon noch gut 2 Stunden gehen.
Aber ich hätte halt gerne noch, hätte halt gerne noch die zweite Stunde. Und außerdem täte es mir auch mal gut, nicht erst um zwei ins Bett zu gehen. Oder was sagt ihr, hä? Hängt alles davon ab, wie gut du auswählen kannst. Also beim letzten Kampf oder was? Wie lange es noch dauert. Ach so. Ja, in Ausweichen war ich jetzt bis jetzt nicht so der Gönner, ne? Wir machen für heute Schluss. Wir sehen uns morgen wieder, würde ich sagen, oder? Weil unser kleines Fanprojekt hier, es ist ja wirklich so, Dodo, Lunakani, Litschara. Ja, ich weiß es nicht, Limbo. Du hast mich vor einer. Was vor? Vor 10 Minuten gefragt, ist das Paket schon da? Da habe ich dir geantwortet und dann kam halt nichts mehr. Ich wusste gar nicht, dass du noch da bist. Ja, du gehst ja auch, nachdem du Feierabend hattest, immer noch mal mit deinem Doggy raus. Das ist doch schön, da freut sich Gast da doch bestimmt, oder? Oder wie? Ja, doch, da geht sein Internet dann wieder, oder was? Diese leben schon wieder. Ist auf der Tastatur eingeschlafen. Wenn ich rede mit dir und nee, er hat einen neuen PC, sein aktueller ging kaputt. Ach so. Hallo. Was ist denn los? So, jetzt. Ich wollte nur dir schreiben. Also, ich bin die ganze Zeit bei dir im Stream gewesen, hab aber nebenbei im Discord noch was geschrieben. Bin noch bei meiner Mutter, weil ich ja noch mit dem Mund raus war. Richtig. Mhm. So. Und ich habe das mit dem Paket verstanden. Okay, gut, dann kommt das vielleicht dann morgen oder so. Je nachdem. Na, habt ihr es als Paket oder als Päckchen? Mutter? Hm? Als Paket oder Päckchen? Als Paket. Ein 4,50 könnte, glaube ich, Paket sein. Ich weiß es nicht. Ja, 4,50 könnte ein Paket sein, ja. Alles klar. Ja, aber wenn du das Adressfeld so wie ich dir das dann mal als Beispiel geschickt habe, ausgefüllt habt, müsste ich eigentlich, sobald die Post davon was mitkriegt, eigentlich eine E-Mail bekommen. Okay, gut. Ja. Ich hab's ja meiner Mutter die Adresse so nochmal geschickt gehabt. Naja. Dass sie das dann halt alles ausfüllt. Das letzte ist doch auch angekommen. Ja, genau. Von daher. So. Und ich bin ja ab Montag. Habe ich am Montag ja wieder frei. Echt? Da denke ich mir mal, dass jeden Montag habe ich frei. Ah ja. Außer es ist Feiertag. Na, weißt du.
Und da bin ich auf jeden Fall die ganze Zeit dann wieder bei dir. Ganze Zeit. Das ist schön. Ja, also ich bin jetzt gerade den ersten Tag wieder auf Arbeit und muss ich jetzt... Ja, ist schon nervig. Naja, aber schön, dass du dich gemeldet hast. Richtig. Aber ich gehe jetzt, also ich gehe jetzt auch nicht ins Bett, ich gucke noch ein bisschen Serie und so. Ja, klar. So, und ich wünsche allen Leuten im Chat eine gute Nacht und wir hören uns dann die Tage mal wieder. Habt ihr es gehört? Oder war die Musik zu laut? Hm? Jetzt trink mal Bohle. Das war meine Mutter. Ja. Grüße an die Frau. An die Frau Mutter. Grüße von der Community vom 138er. Ja, Big Limbo, gute Nacht, schreibt Luna Kami. Ja, ja, auch Jodo schreibt gute Nacht. Danke, Jodo. Ja. Na dann, mehr war es auch nicht. Also wenn, dann ist noch Klitsch da, aber Klitsch ist wahrscheinlich auch schon mit dem Handy auf der Stirn eingeschlafen. Ja. Und da hat er mich im Windeseile verlassen. Ich nicht weiter. Da ist er wieder. Was war denn los? Da bist du wieder. Dann habe ich hier, ich habe nur gerade geschrieben, dann bis morgen, bis dann, Chat. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Genau. Dann bis morgen. Schlaf schön. Schlaf du schön. Danke, danke. Bis denn. Bis denn. Und ihr im Chat natürlich auch. Schlaf schön, gell? Bis morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde Undertale immer noch Wahnsinn. Aber dass das Handy jetzt gerade so übertrieben abgeht, es geht mir so auf den Sack. Aber ich will einen Temtem haben. Ein Tem. Gut. Schlaf schön, ja? Das freut mich, das freut mich. Gut. Also haut rein. Schön, dass ihr da wart.